Und da sind wir wieder mit der vorletzten Partie an Spieltag 2 mit Fortuna Düsseldorf gegen den VfB Stuttgart. Beide verloren ihre Auftaktpartien jeweils mit 1:3. Düsseldorf mit 2:3. Das Tor kurz vor Schluss wollte ich dir nicht unterschlagen. Heißt aber, dass mindestens einer von beiden die ersten Punkte einfahren wird jetzt im Turnierverlauf. Und das sind Stand jetzt die Düsseldorfer. Denn sie gehen mit 1:0 in Führung. Durch die Nummer 10, Era Isik, zieht da trocken ab und überwindet den Feldspieler im Kasten der Stuttgarter. Weiß nicht, ob sich der Keeper da vielleicht ein bisschen verletzt hat. Der steht nämlich immer noch jetzt im Kasten. Hat die Handschuhe aber an. Wissen wir nicht genau, was dahinter steckt. Wieso da gerade ein Feldspieler der Stuttgarter das Tor hütet. Hat sich Heiko Gerber wieder was einfallen lassen. 47 Jahre alt, der Trainer der Stuttgarter. Ehemaliger deutscher Nationalspieler ja sogar. 2 Länderspiele gemacht für die Bundesauswahl. Sein Debüt gegeben am 24.07.99 gegen Brasilien. Na, guck mal, da war ich noch nicht mal geboren. Das müsste Confed Cup gewesen sein. Genau. Kann das sein? Ist richtig, so, ne? Genau. Ja, als Europameister 96 noch dabei gewesen. Da waren die Glanzzeiten. 99, glaube ich, Erich Ribbeck und Uli Stielicke. Als Bundestrainer. Ein Glück, dass du noch nicht auf der Welt warst. Du musstest dieses dunkle Kapitel deutscher Fußballgeschichte nicht miterleben. Danach kam, glaube ich, Rudi Völler mit der Vize-Weltmeisterschaft 2002, wie die das geschafft haben, haben sie, glaube ich, selber nie gewusst. Und dann irgendwann kam dann Jürgen Klinsmann und der deutsche Fußball hat wieder einen anderen Weg genommen. So, zurück ins Hier und Jetzt. Zeitreise vorbei. Nico Engel, übrigens der Stuttgarter, der da das Tor gehütet hat. Jetzt haben sie allerdings wieder gewechselt. Jetzt wieder der etatmäßige Keeper, Dean Savage im Kasten. Und die Stuttgarter fast mit dem Ausgleich. Oh, der war schlampig. Jetzt übrigens der Keeper im Tor der Schwaben. Große Möglichkeit da für Fortuna. Also es sollte wohl eine mutige Variante sein mit dem Feldspieler, um einfach noch mal eine Überzahl mehr zu schaffen. Hat jetzt nicht wirklich gut geklappt. Nicht muss man wirklich bilanzieren. Aber ich glaube, das ist auch die Maxime des Jugendfußballs. Da sind Erfahrungen, Entwicklungen und mutig sein oft wichtiger als das ein oder andere Ergebnis. Ein Vertreter hier der Vereine hat mal gesagt, unser Erfolg sind die Anzahl an Spielern, die wir in den Profibereich integrieren. Das sind unsere Meisterschaften, jeder einzelne Spieler. Und ob wir da Erster, Dritter oder Achter werden, ist im Jugendbereich erstmal zweitrangig, selbst in der A-Jugend. Aber das brauchen wir natürlich keinem von den Jungs erzählen, denn die wollen gewinnen. Apropos, das 2:0 durch die Kante von Düsseldorf. Jubes Matiba Ticha. Der steht schon raus körperlich. Also nochmal, wir reden über ein U16-Turnier. Moritz, gegen dich würde er am Arm drücken, aber mal. Aber sowas von. Locker gewinnen, oder? Ich glaube, als ich so alt war damals, da hätte ich, glaube ich, dreimal in sein Trikot reingepasst. Oh, bis zur Hüfte bist du ihm gegangen, glaube ich. Da war noch mal der Treffer zu sehen. Marek Sommer hier vom SV Schnathorst mit seinem zweiten Spiel am heutigen Tag. Kölner versuchen es da, nicht Kölner, Stuttgarter natürlich, pardon, versuchen es hier nochmal offensiv. Zur Ecke geblockt, der Abschluss hier. Die Düsseldorfer machen da gut Druck.
gehen da immer wieder früh drauf dafür. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit durch den Keeper. Savic weit aus seinem Kasten heraus. Die gehen sehr, sehr mutig an, ne? Die gehen hohes Risiko. Stuttgart spielt hier eigentlich so ein bisschen gegen den Trend in diesem Turnier. Fällt ein bisschen auf, dass sie hier doch des Öfteren mal, aber war jetzt schon dreimal der Fall in dieser Partie, aus der Distanz durch den Keeper oder durch einen Verteidiger zum Abschluss kommen, haben wir in den letzten Jahren ja ziemlich häufig gesehen. In diesem Jahr, uns beide freut's, relativ wenig bisher. So wird das Ganze doch schon ein bisschen spielerischer. Wieder Düsseldorf, quergelegt. Kommt da nicht ganz zum Abschluss. Die Nummer 8, Daniel Bunk. Und so kann Stuttgart erstmal löschen. Wird spannend in der K.O.-Runde, ob diese Tendenz so bleibt. Oder wenn es dann ernst wird, ob es dann auch da wieder Richtung Bolzerei geht. Wir beobachten das. Sehr genau. So, hoher Ball. Freistoß für Fortuna. Zum ersten Mal ja dabei beim Freeway Cup. Jetzt haben wir neben Köln und Mainz die dritte Karnevalshochburg. Auch hier also Alaf und Hello in Lübbecke. Und das alles Mitte Januar. Stark mit der Hacke. Eingelegt, gibt nochmal eine zweite Chance. Abschlussversuch aber. Stuttgarts Keeper Savic. Düsseldorfer mit einer durchwachsenen Saison in der Niederrhein-Liga, Tabellen 7. sind sie da. 5 Siege und jeweils 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. So, hier haben wir nochmal die wunderbare Eingabe per Hacke. Schön eingefangen, leider nicht vollendet. Das hätte auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Also Düsseldorfer mit einer ausführlichen Saison auf Platz 7. Platz 5 ist noch in Schlagdistanz. Man muss aber immer auch dazu sagen, es sind 14 Teams in ihrer Liga. Und bis auf Gladbach, die SG Unterrath und eben Düsseldorf besteht die Liga sonst nur aus U17-Teams. Also sie messen sich ganz bewusst mit Älteren. Deswegen sind die Ergebnisse auch immer mit ein bisschen Augenmaß zu berücksichtigen. So, Eckball hier durch die Stuttgarter. Auch wieder auf der Platte. Unsere Nummer 4, Justin Francis. Der Brillenträger. Das ist aber auch eine Premiere beim Freeway Cup. Schwierigkeiten da jetzt. Beim Keeper der Düsseldorfer verliert da den Ball. Abschussmöglichkeit abgeblockt. Dann kann der Stuttgarter Angreifer da nicht schnell genug reagieren. Stuttgart kommt wieder. Das kurze Eck versucht. Da schnell die Hand raus. Kann den Einschlag da am kurzen Pfosten verhindern. Hier sehen wir es nochmal. Bisschen Glück gehabt für die Düsseldorfer in der Aktion eben. Hat ein bisschen an Tempo verloren. Immer wieder kleine Foulspiele, die den Spielfluss hier unterbinden.
Aber Stuttgart will hier nochmal. Bleiben allerdings immer wieder an den Düsseldorfern hängen und deshalb ergeben sich Möglichkeiten zum Umschalten. Zu Schlampig. Wieder Savic, der Torhüter der Stuttgarter, der ja, ja in der großen Tradition steht. Denn wir haben einige Keeper, also Stuttgart mit Abstand der Verein mit den meisten Keepern, die später definitiv Profis wurden. Loris Karius war hier 2009, Josua Bernd Leno war da 2008, Sven Ulreich 2003 und Sven Ulreich, der einzige Keeper in der Geschichte des Turniers, der zweimal, also zwei Jahre hintereinander, bester Keeper des Turniers wurde. Also für Savic wirklich große Namen, die hier schon zwischen den Pfosten für den VfB Stuttgart standen. Und jetzt wird das Risiko bestraft. Landet der Ball im Kasten. 3:0 für die Fortuna. Flippert da zwischen Keeper und Verteidiger hin und her. Und dann landet er irgendwie im Netz. Dürfte die Vorentscheidung gewesen sein. Anderthalb Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja, fünfter Feldspieler war zwischen den Pfosten, sah nicht so gut aus. Und da sehen wir jetzt nochmal. Eigentlich ein harmloser Ball. Aber gut, das ist dann das Risiko, was man geht. Also Düsseldorf mit dem ersten Sieg in ihrer FÖRWE Cup-Geschichte bei der ersten Teilnahme. VfB könnte ja mit einem Erfolg mit Rekordsieger Berlin gleichziehen. Dreimal haben die Schwaben den Cup schon geholt. 2003, 2011 und 2013. Die Berliner bisher einmal mehr. Aber trotzdem der VfB schon ganz tiefe Spuren hier hinterlassen in der Turnierhistorie. Also gleich noch ein Spiel. Borussia Mönchengladbach misst sich mit dem FSV Mainz 05. Danach gibt es ein bisschen Showprogramm. Für uns ein Schnitzelbrötchen. Und dann gehen wir in die letzten 8 Spiele des Tages hier am Vorrundensamstag. Wir schicken also einen dicken Glückwunsch ins Rheinland zum Erfolg. Das Ergebnis ziehen wir noch einmal gerade klar. 6 Sekunden vor dem Ende. Natürlich wollen sie es jetzt 8:0 nach Hause bringen. Also Eckball nochmal. Kein Schuss. Und das war's mit 3:0 gewinnt Fortuna Düsseldorf diese Partie. Wir sind gleich zurück mit Gladbach gegen Mainz.